Kennst du dieses entspannte Gefühl in der Badewanne? So schön ruhig und gelassen und voll im Augenblick versunken? Hallo, hier ist Ladi vom Earthing-Zentrum und das liegt daran, dass die meisten Badewannen und Duschen geerdet sind, wie der nachfolgende Test es beweisen wird. Vor allem vor dem 30. Juni 2003 mussten alle Badewannen und Duschen geerdet sein. Wenn du jedoch eine neuere Badewanne besitzt, oder dir unsicher bist, ob deine Badewanne geerdet ist, zeige ich dir hier eine Anleitung, wie du deine Badewanne erden kannst, selbst wenn sie nicht aus leitfähigen Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff, besteht oder trotz Leitfähigkeit nicht geerdet ist. Auch gibt es den Fall, dass die Wasserleitungen aus Kunststoff bestehen und daher nicht geerdet sind. In diesem Fall müsstest du die Badewanne ebenfalls mit Hilfe der Anleitung erden. Wenn du das Wasser fließen lässt, während du dich in einer ungeerdeten Badewanne mit ungeerdetem Wasser und Abflussrohren befindest, dann bist du trotzdem geerdet, bis du den Hahn zudrehst. Denn dann können die Earthing-Effekte nicht durch den Wasserfluss geleitet werden. Dies kommt daher, weil die öffentliche Wasserversorgung geerdet ist und die Earthing-Effekte von der Erdung der Wasserversorgung bis zu dir durchkommen, solange ein konstanter Wasserfluss zu dir besteht. Jetzt kommen wir zum Test. Meine angezeigte Körperspannung fällt stark ab, nachdem ich Kontakt mit der Oberfläche der Wanne herstelle. Dieser Spannungsabfall beweist, dass die Badewanne sehr effektiv darin ist, die Earthing-Effekte zu übertragen. Vor allem, weil man ja meistens mit sehr viel Körperfläche die Wanne berührt. Auch beim Duschen sind die Fußsohlen in Kontakt mit der leitenden Fläche der Dusche, was mehr als ausreichend ist für eine effiziente Übertragung. Außerdem ist das Wasser in Rohren geerdet, weil die Rohrleitungen geerdet sind und die Earthing-Effekte über das Wasser auf uns übertragen werden können, weil Wasser an sich leitfähig ist und Leitungswasser genug Mineralien und Ionen erhält, um elektrisch leitfähig zu sein. Damit du bei einer ungeerdeten Badewanne nicht nur dann geerdet bist, während das Wasser fließt, kommt hier die Anleitung zum Selbermachen. Dafür brauchst du nur einen Draht oder etwas Alufolie, wobei du ein Ende von diesen beiden am Schutzkontakt anschließt. Wie du die Aluminiumübertragung kostenlos selber machen kannst, weil jeder hat wohl Alufolie daheim, das siehst du im Video oben rechts. Beim Duschen fließt ja permanent geerdetes Wasser aus dem Duschkopf, deswegen ist man hier auch permanent mit den Earthing-Effekten versorgt und muss keine zusätzlichen Vorkehrungen treffen. Viele Beschwerden sind nach einem Bad oder einer Dusche besser und sogar verschwunden und die meisten fühlen sich nach einem Bad oder einer Dusche wie neu geboren. Jetzt weißt du, dass es nicht am warmen Wasser liegt, sondern an den Earthing-Effekten. Wenn du also jemanden erzählen willst, wie sich Earthing anfühlt, dann wäre das Gefühl während oder nach dem Baden und Duschen die beste Beschreibung oder das Strandgefühl. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben gehen und damit wünsche ich dir noch einen perfekten Tag.